Und nochmal schnell ein Video. Da gerade die Frage reinkam, wie das mit meinem Umfeld ist, mit meinen Eltern zum Beispiel, wie die darauf reagieren, dass ich halt wenig esse, nur Rohkost esse, in Anführungszeichen nur, diese Fastenkuren mache und so weiter. Und das ist natürlich ein interessantes Thema. Und als ersten Satz kann ich auf jeden Fall sagen, dass an diesem Weg das Schwierigste wirklich das Soziale ist. Also Fasten finde ich für mich persönlich zumindest überhaupt nicht schwierig. Das macht mir sogar Spaß. Früchte essen macht mir natürlich auch Spaß und den ganzen Weg zu gehen. Das ist für mich nicht sonderlich schwer, weil irgendwann, zumindest ab dem Punkt, wo die Hungerheilkrise, also die Hungerkrankheit besiegt ist, das Schwierige ist wirklich, sind die sozialen Auswirkungen und die eigenen psychologischen und spirituellen Auswirkungen, weil die Veränderungen einfach so stark sind. Aber hier soll es darum gehen, um das soziale Umfeld, was natürlich die ganze Sache nicht versteht und nicht verstehen kann, habe ich gemerkt. Mir war das immer sehr, sehr befremdlich bisher, warum Leute das trotz ellenlanger Erläuterungsversuche und auch, wie nennt man's, Demonstrationen, also Demonstrationen in Form von Leistungen, die ich besonders in den ersten Monaten dieses Wegs erbracht habe und ständig neue Rekorde in meinem Training erzielt habe. Und ja, wie man es auch an der Ausstrahlung irgendwann sehen kann, dass sich das verbessert hat und sich das äußere Erscheinungsbild verbessert, also von der Haut zum Beispiel, und auch allgemein von der Energie, wie trotz dieser Demonstration und trotz logischen Erklärungen die Menschen es trotzdem nicht glauben können. Das habe ich nie verstanden, weil wenn für mich etwas logisch ist und logisch dargestellt wird und auch noch sozusagen Beweise oder starke Hinweise gebracht werden, dann ist für mich die Sache klar, dass das dann stimmt, aber irgendwie schaffen diese Menschen es trotzdem nicht, ja, das zu glauben, dass das halt wirklich funktionieren kann auf Dauer. Und suchen dann alle möglichen Auswege und Ausflüchte noch, um das doch noch irgendwie ins eigene Weltbild reinzuquetschen. Und die merken es dann nicht mal, dass sie das versuchen. Sie können das gar nicht merken. Das ist das Problem dabei. Man kann es ihnen auch nicht erklären, weil es funktioniert einfach nicht. Die Systeme sozusagen, die sind nicht miteinander kompatibel. Das sind zwei verschiedene Computer von verschiedenen Generationen. Der andere, eine ist zum Beispiel, ist dann sozusagen ein Quantencomputer und der andere ist dann halt von der alten Architektur noch. Und die sind miteinander nicht kompatibel und das versteht sich, die verstehen sich einfach nicht. So ist das im Prinzip, so kann man sich das vorstellen. Das kann natürlich trotzdem zu Problemen führen. Und speziell meine Mutter hat sich natürlich dann auch Sorgen gemacht, dass ich halt so wenig esse und abbaue und so weiter. Und das ist auch verständlich. Man sieht es halt auch. Aber das Problem ist, was ich gemerkt habe, ich kann es ihr nicht verständlich machen, trotz meiner ganzen Versuche. Und wenn dann trotzdem immer noch jeden Tag dann kommt, iss mal was oder iss mal mehr oder du isst nicht genug oder du siehst zu dünn aus und was weiß ich, wenn das halt wirklich dann jeden Tag kommt, dann wird das irgendwann wirklich nervtötend und man muss dann irgendwie mit klarkommen. Und das Einzige, was halt wirklich, was ich für mich jetzt als funktionierend erlebt habe, ist halt wirklich trotzdem weiterzumachen und halt wirklich stark zu bleiben. Das hat mich monatelang gekostet, das wirklich zu lernen und dann halt wirklich meinen Weg weiterzugehen. Ich habe halt wirklich irgendwann angefangen, deutlich mehr wieder zu essen, aber hat natürlich trotzdem nichts gebracht, weil ich natürlich dadurch nicht zunehme und so weiter. Und dadurch auch nicht mehr, ja, nicht energiegeladener werde, sondern eher im Gegenteil. Und deswegen ist das die einzige Möglichkeit. Also da gibt es dann irgendwann nicht so ein richtiges Zurück, weil ich kann ja meinen eigenen Weg nicht stark verzögern oder sogar kaputt machen, nur weil ich dann, ja, weil nur weil ich dann halt nicht möchte, dass eine Person oder ein paar Personen im Umfeld sich dann halt Sorgen machen. Ich habe das natürlich trotzdem nicht gerne und deswegen, dass ich halt andere Sorgen machen müssen und deswegen habe ich dann auch, Monate habe ich es dann auch erstmal nicht geschafft, den Weg weiterzugehen.
Also nicht so konsequent, wie ich das halt gehabt hätte. Aber es hat halt auch nicht zum Effekt geführt, dass sie sich weniger Sorgen machen. Also habe ich mir gesagt, ja, mache ich das einmal zu Ende, auch wenn die sich Sorgen machen oder macht, kann ich dann in dem Moment nicht viel gegen machen. Auch wenn es mir leid tut. Und ich, ja, also im Prinzip ist das ja sogar nicht mein Bier sozusagen, oder nicht, wenn ihr auf dem Weg seid, ist das auch nicht eure Verantwortung, das zu verhindern, dass sich andere Sorgen machen. Aber ich habe es halt so ein bisschen dennoch so gesehen, als wäre ich dafür verantwortlich, weil ich halt mit meinen Eltern noch zusammenlebe. Also ich arbeite hier, um sozusagen Miete auszugleichen, so 20 bis 25 Stunden im Monat. Und ich habe hier oben sozusagen auch meine eigene Etage, kann man auch als Wohnung bezeichnen, mit eigenem Bad und so weiter. Aber man sieht sich halt trotzdem und lebt in gewisser Weise halt trotzdem noch irgendwo zusammen. Und da ich halt nicht ausgezogen bin, habe ich mir halt schon gedacht, weil meine Mutter es dann halt auch ständig gesagt hat, dann zum Beispiel gesagt, ja, fasten kannst du dann, wenn du ausgezogen bist, mit deinen Leuten, dann muss ich es zumindest nicht sehen. Aber ich habe es dann halt wirklich ignoriert irgendwann und bin den Weg weitergegangen und jetzt bin ich halt erstmal meinem vorläufigen Ziel und genau wenn die, ja, wenn der Druck in Anführungszeichen vom Umfeld oder von außen groß wird, genau das ist ein Anzeichen dafür, ein Zeichen dafür, dass man kurz vor seinem Ziel steht. Zumindest wenn man selber von seiner Sache überzeugt ist und im Herzen weiß, dass das wirklich richtig ist und dass es der eigene Weg ist. Für viele ist es halt nicht der Weg. Und das sind dann auch natürlich die, die das nicht verstehen. Und es ist dann auch okay, dass das nicht deren Weg ist und auch okay, dass sie es nicht verstehen. Nur muss man halt selber irgendwie einen Weg finden, damit klarzukommen. Und ja, auf YouTube gibt's ja auch dann Kommentare und so weiter, auch zu den Videos von Leuten, die es halt nicht verstehen können. Aber letztendlich kann ich da halt nicht viel gegen machen und folge halt trotzdem meinem Herzen. Und was ich dann halt gestern auf der Feier hier gemerkt habe, habe ich das überhaupt erwähnt, dass hier eine Feier war mit 70 Leuten, weiß ich nicht. Zumindest habe ich es im letzten Video erwähnt, wenn ihr das gesehen habt. Da war es halt wirklich so, dass mittlerweile ja meine Energie und Ausstrahlung bezüglich den meisten Menschen so positiv und auch ja, zufrieden ist, dass sie halt einfach merken, dass es für mich funktioniert. Und von den gleichen Leuten, zum Beispiel von meinem Opa, von denen früher halt herbe Kritik und Skepsis halt rüberkam, zum Beispiel der Satz, ja, man muss doch Fleisch essen und so weiter, als ich damals auch vegan, aber auch schon 80-10-10 zum Beispiel gemacht habe, also rohkostorientiert. Da kam jetzt ein anderer Satz, und zwar, ich kann mir das gut vorstellen, als ich mal eine Kur gemacht habe, bin ich einfach an den Bier- und Hähnchenwagen vorbeigelaufen. Das war erst schwierig, aber am dritten Tag hat man sich daran gewöhnt. Und das ist bestimmt mit deinen Früchten auch so. Das hat sich irgendwann daran gewöhnt und habe ich dann zugestimmt. Einfach weil man selber eine andere Energie ausstrahlt und Zufriedenheit ausstrahlt, was halt während eines Fastens und in der ganzen Umstellungsphase nicht unbedingt gegeben ist. Da ist man dann halt wenig energetisch, wenn man so stark entgiftet und so stark auch sich geistig umstellen muss, sich von den ganzen Süchten lösen muss. Also das sind ganz, ganz viele Süchte, die alle nochmal schwieriger sind als Zigarettensucht oder Koffeinsucht oder andere Drogensüchte. Also das ist auf jeden Fall so. Aber diese Phase habe ich zum Glück, also diese schlimmste Phase davon habe ich halt zum Glück überwunden in den ersten paar Monaten, wo andere Leute dann aber vielleicht Jahre brauchen oder es sogar nie schaffen. Also die meisten werden das halt leider sogar nie schaffen, auch wegen dem fehlenden Wissen und der fehlenden Anleitung, der fehlenden Motivation. Und ich hoffe, dass ich da in Zukunft auch als so jemand fungieren kann, wenn ich noch ein bisschen mehr den Weg gegangen bin, als jemand zu fungieren, der halt das Wissen ja verbreitet und weitergibt und halt auch Motivation dafür gibt. Ja, und auch sozusagen Anleitungen dafür gibt und auch ja persönliche, wie nennt man das, Beratung oder sowas macht in diese Richtung.
Genau, das sind alles, ich hole immer so weit aus. Das sind, auch diese Kackhaare, ey. Das sind alles Süchte, also es sind sehr viele Süchte, die man überwinden muss. Und da ist es dann natürlich geistig, ist man dann halt nicht immer der zufriedenste Mensch, sage ich mal, in der Umstellung. Aber jetzt bin ich da halt sozusagen erstmal durch das Gröbste und dazu zufrieden. Und das habe ich dann gestern schon ausgestrahlt. Und dann, ja, kam auch nur Positives zurück, auch bei Menschen, wo ich halt gedacht hatte, also es waren mehrere, dass die jetzt halt total kritisch und negativ drauf reagieren. Aber selbst dann die kritischen Fragen, also die halt wirklich, wo man wirklich gesehen hat, dass sie denen auf der Seele brennt, die haben sie dann wirklich neutral formulieren können und als neutrale Frage formulieren können. Und dann habe ich auch ganz neutral darauf geantwortet und war dann halt auch zufrieden für den Moment. Und dann kam dann sogar, ja, wenn ich jetzt selber einen Bauernhof hätte, ich würde auch kein Fleisch essen. Ich könnte die Tiere nicht selber schlachten. Also sie ist halt trotzdem Fleisch, aber sie können es halt nicht. Sie haben nicht das richtige Wissen, nicht die richtige Motivation, das halt zu überwinden, aber sie würden es auch gerne, sage ich mal so. Und das finde ich schon sehr interessant. Und ich habe da dann auch wirklich wieder in jedem einzelnen Menschen gesehen, wenn ich denen in die Augen geschaut habe, also habe ich einfach nur das Göttliche gesehen, einfach nur Gott gesehen und in dem Sinne dann auch mich selber. Ich kann einfach keinen einzigen Menschen auf der Welt mehr als irgendwie schlecht oder böse ansehen. Das geht überhaupt nicht. Ich kann einfach nur noch Gott sehen und also im übertragenen Sinne kann man das auch jetzt verstehen und halt mich selber so. Ich sehe mich dann halt wirklich komplett selber und kann das alles nachvollziehen, was halt die Gedanken sind und so weiter. Und strahle halt auch so aus, dass so gar kein Widerstand in mir ist. Dass egal was sie halt sagen würden, es wird mich nicht treffen. Und weil mich halt nichts mehr trifft, bin ich, ja, strahle ich halt auch nicht mehr wie ein Spiegel etwas zurück zu den Leuten. Also früher war ich immer so ein starker Spiegel und da haben sich viele natürlich dann immer angegriffen gefühlt, weil sie sich selber gesehen haben und ihre eigenen, in Anführungszeichen, Unzulänglichkeiten. Aber heute bin ich da, dass ich der Ansicht bin, dass Unzulänglichkeiten gar nicht existieren. Und das Einzige, was halt existiert, ist eine mögliche Hilfe, sich noch weiter zu entwickeln in die Richtung, wo andere auch hin wollen. Und deswegen bin ich, fühle ich oder nehme ich mich so wahr als jemand Durchlässiges anstatt von einem Spiegel, das halt sozusagen ja die Schwingungen, die diese Menschen ausstrahlen, nicht mehr zurückgespiegelt werden, sondern ich nehme es sozusagen auf und es geht durch einen hindurch und lasse es einfach fließen und bin einfach nur ganz neutral, gehe darauf sozusagen nicht ein, dass ich sozusagen ja resoniere, sondern mach einfach, bin immer bei mir halt. Ich spiegel nicht mehr das zurück, was andere machen, resoniere darauf auch nicht mehr, sondern bin sozusagen immer bei mir und habe immer meine eigenen Strahlung sozusagen, was bei den anderen Menschen halt nicht so ist. Also wenn man halt positiv drauf ist und so weiter, dann sind die meisten halt dieser Spiegel noch und dann spiegeln sie aber halt auch wieder Positives zurück. Und weil ich halt immer bei mir bin und dann halt, weil jeder Mensch von Natur aus positiv ist und ich bin immer bei mir, spiegeln die anderen dann was Positives zurück und wenn man nicht bei sich ist und negativ ist, spiegeln sie halt Negatives zurück. Und einer muss halt damit anfangen, zu sich zurückzukommen, zu der eigenen Natur zurückzukommen. Und dann spiegel ich nicht mehr, weil die meisten Menschen oder viele Menschen schon so eine negative Grundstimmung haben, leider. Spiegelt man selber auch nicht mehr dieses Negative zurück, sondern man nimmt das in sich auf, wenn man selber bei sich ist und speist einfach positive Schwingungen rein, das spiegeln sie wieder zurück. Also vielleicht versteht noch, was ich meine. Ja, also damit will ich nur sagen, dass wenn ihr diesen Weg geht, dass ihr euch sicher sein könnt, dass ihr irgendwann halt so an einem Punkt angekommen seid, wo das auch so sein wird und auch dauerhaft so sein wird. Auch wenn ihr halt während des Weges halt noch nicht so weit seid und ja eher
halt noch mit diesem ganzen Crap beschäftigt seid, der auch im Körper herrscht und im Geiste herrscht und diesen ganzen Süchten umgehen müsst und dann gleichzeitig noch mit den negativen Schwingungen des Umfelds umgehen müsst, dann ist das natürlich noch nicht so, aber da gibt es dann die Hoffnung, dass das halt wirklich irgendwann so sein wird. Das wollte ich so kurz zusagen. Ist auch ein wichtiges Thema, wenn nicht so das Wichtigste eigentlich daran. Bis dann.